willkommen zum Podcast auf einen Kaffee mit Jana, deine kleine Auszeit im Alltag. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo, Jana hier. Schön, dass wir uns hier so wieder treffen. Ich hoffe, dir geht es gut und du hast jetzt ein paar schöne Minuten mit mir. Ich habe ein schönes Thema heute mitgebracht, und zwar habe ich das Thema Reisen mitgebracht. Ich habe letztens in dem Podcast Gedankentänze mit der Susi aus New York gesprochen. Da sind wir so ein bisschen ins Schwärmen gekommen über das Reisen, nicht Reisen. Und am Ende war dann die große Frage, die wir uns versucht haben zu beantworten, beziehungsweise die Susi versucht hat zu beantworten, ist New York so, wie man das aus den Filmen kennt. Und da ist mir nämlich gekommen, also ich hatte die Idee für diesen Podcast, weil ich erfahren habe, also aus eigener Erfahrung und auch aus dem Gespräch mit anderen Menschen, dass wir oft, wenn wir an Reisen und Städte denken, so eine Vorstellung im Kopf haben, wie es da sein könnte, dann dahin fahren und dann enttäuscht sind, weil es ganz anders ist. Oder aber wir so eine schöne Vorstellung haben, dass wir sagen, nee, wir wollen diese Vorstellung nicht zerstören, deswegen reisen wir erst gar nicht dahin. Und ich glaube, beim Reisen ist das Allerwichtigste, dass man immer offen und neugierig ist für das, was kommt. Und ich glaube, es ist auch super wichtig anzuerkennen, dass man nie weiß, wie welche Reise wird und ob man auch nie weiß, was einen erwartet und welches Land wie ist. Und für den einen kann das eine Land ein total bereicherndes Land sein und für den anderen kann das Land aber ja, keine Verbindung haben, so. Also ich finde, so ein Land, was so ein bisschen die Nation, das klingt jetzt wieder so hochtrabend, aber wo ich merke, dass sich da die Geister scheiden, ist zum Beispiel Indien. Es gibt wirklich die, die total verliebt sind in Indien und die super schöne Erfahrungen gemacht haben und die da auch gewohnt und gelebt haben, kenne ich auch einige, und die sind, ja, die haben einfach so eine, ja, gute Erfahrung einfach gemacht, ne? Und deswegen ist das für sie einfach so das Land schlechthin. Und ich selber zum Beispiel war noch nie in Indien. Ich weiß um die Vorurteile, die es da gibt, und tue mich schwer damit, so unbefangen dahin zu fahren. Und so geht es ja auch viel mit China, ne? Also ich wohne in China, bin total begeistert von China, weil ich eben weiß, wie schön dieses Land ist, ohne das schön zu reden, was hier blöd läuft, sondern es geht wirklich jetzt nur um die Menschen und um die Natur und so und das Essen und was man hier so machen und erleben kann. Und dann gibt es welche, die waren noch nie hier und wissen, dass das Land so scheiße ist. Und so gibt es ja dann auch solche Sehnsuchtsorte wie New York, wo man denkt, ja, in New York, da geht man hin und dann ist es so wie bei Kevin allein zu Hause, Sex in the City, whatever. Es gibt so viele Filme, die da in dieser Stadt spielen. Das ist so ein Sehnsuchtsort, finde ich. Entschuldigung. Und das ist damit dann verbunden und dann hat man so eine verklärte Vorstellung, lass uns das so nennen. Und dann spricht man mit jemandem, der da ist und der sagt, es ist schon auch so, aber teilweise ist der Alltag eben doch ganz anders. Und ich habe das Thema deswegen mitgebracht heute, weil ich glaube, dass wir uns um viele Reisen bringen, weil wir verhaftet sind in Vorstellungen, wie es sein könnte. Oder eben danach lechzen, dass es so sein soll, wie was wir gesehen haben. Oder eben Diskussion mit anderen Menschen dann so barsch werden, weil ja jeder auch jedes Land anders wahrnimmt. Also weil ja auch jeder andere Erfahrungen macht auf seiner Reise. Ich meine, drei Leute können in denselben Ort fahren und können sogar im selben Hotel schlafen und trotzdem macht ja jeder eine andere Erfahrung, weil jeder eine andere Wahrnehmung hat, jeder einen anderen Fokus beim Reisen, jeder eine andere Idee, was er erleben will, was er sehen will. Und es ist ein Unterschied, ob du ganz alleine reist oder mit Familie oder mit Freunden. Das macht ja auch nochmal was aus. Und was ich auch beim Reisen unterschätzt habe, wo ich immer denke, nein, ich will das nicht, aber Wetter spielt schon auch eine Rolle. Also es gibt Urlaube, die sind bei Sonnenschein und blauem Himmel. Da erinnere ich mich wie, ja, also wow, so. Und dann gibt es Orte, da war es eben nicht gar so schön vom Wetter. Und da merke ich, dass sich das schon auch auf meine Wahrnehmung oder in meiner Wahrnehmung spiegelt, obwohl ja der Ort nichts dafür kann, dass das Wetter gerade nicht gepasst hat. Und dadurch ist man schon so ein bisschen verklärter. Und ich finde es so ein bisschen schade einfach, weil ich glaube, dass jeder Ort wunderschön ist auf seine Art und Weise und dass jeder Ort auch etwas zu bieten hat, egal ob Asien, Südamerika, Europa, Afrika, da war ich selber auch noch nicht. Und ich glaube, dass wenn wir da mit einer Offenheit und Neugier unterwegs sind, viele schöne Momente haben können und eben auch die Welt uns anschauen können, weil ich eben auch davon überzeugt bin, dass die Welt da ist, um angeschaut zu werden. Die Welt ist da, damit wir sie uns anschauen. Die Welt ist da, damit wir hinfahren und uns sie angucken. Es gibt so viele Länder, so viele Nationen und so viele Meere und Berge und
Essensgelüste, damit wir da hinfahren. Die Welt lädt uns ein, sie zu besuchen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich wirklich erst gelernt habe, nachdem ich nach China gezogen bin. Weil bevor ich nach China gezogen bin, war ich nur in Europa unterwegs, was Urlaub angeht. Und das war schon für mich so immer, wenn ich in so einen Flieger gestiegen bin, wir sind dann mal nach London geflogen oder nach Portugal geflogen, dann war das für mich schon so, wow, ich bin Weltenbummler, ne? Und dann bin ich eben nach Asien geflogen und dann auch gleich mit Wohnen und so. Und das war schon eine Nummer, das war auch eine Herausforderung auf vielen verschiedenen Bereichen so. Und ich habe festgestellt, erst dadurch, dass, hier piept was, und ich habe dadurch erst festgestellt, wie groß und wie schön die Welt ist und dadurch eben auch erst erkannt, dass die Welt da ist, um bereist zu werden. Und dass man sich das ja oft so gar nicht vorstellen kann, wenn man gar nicht erst zum Reisen kommt oder weil man so verhaftet ist in diesen Vorstellungen. Weißt du, wie ich meine? Also die Welt ist da, um angeschaut zu werden und zwar nicht vom Sofa aus, sondern selber. Und ich glaube, man muss nicht unbedingt nach Asien, wenn das jetzt für jemanden nicht so interessant ist. Es gibt aber genug, zum Beispiel in Europa, was man auch gar nicht mit Flieger, sondern mit dem Auto oder mit der Bahn erreichen kann. Und das ist einfach so ein Augenöffner und das ist einfach so unterstützend für die eigene Entwicklung, weil man nochmal mit anderen Leuten und anderen Gerüchen in Kontakt kommt. Und also ich kann mir keinen besseren Lehrmeister eigentlich vorstellen, als durch die Gegend zu reisen und sich die Welt anzuschauen und auch mal zu schauen, wie machen andere das, wie leben andere, wie lösen andere ihre Probleme, was für Probleme haben die überhaupt? Und ja, ich finde das mega spannend und das habe ich zum Beispiel auch mit der Susi in dieser Podcast-Folge Gedankentänze besprochen. Hör da gerne mal rein, weil das einfach auch nochmal so deutlich gemacht hat, dass wir oft mit so einem verklärten Blick durch die Gegend laufen und dann aber dadurch eben bestimmte Momente oder Erfahrungen verpassen. Und das finde ich immer einfach so schade. Ja. Und ich persönlich reise ja unheimlich gerne durch die Gegend. Ich bin auch gern zu Hause und ich habe das auch gerne zu Hause schön. Und gleichzeitig bin ich gern unterwegs und schaue mir die Welt einfach an und freue mich über jede Reise, die wir machen. Und bin da so dankbar für, weil da wirklich Momente mit dabei gewesen sind. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also, dass ich jemals zum Beispiel nach Tibet fliege oder gehe, wie wir es gemacht haben, den einen Sommer, das war unfassbar, also es kam nie so drin vor, dieses lass uns mal nach Tibet gehen und als wir dann aber die Möglichkeit hatten, haben wir das gemacht und das war eine der intensivsten Reisen und das hat mir wieder so gezeigt, dass das ist, wofür wir auch so da sind. Also wir sind nicht nur dafür da, zu Hause zu gucken und vor Ort und wo können wir wie was machen, wir sind auch dafür da, mal so ein bisschen durch die Welt zu gehen und zu gucken, was es da noch so Schönes gibt. Ja. Wie geht's dir mit dem Thema Reisen? Was war dein schönster Urlaub? Oder wo hast du auch gemerkt, da hast du noch eine verklärte Ansicht und dann war es in echt ganz anders? Schreib mir doch einfach, damit wir in den Austausch kommen können. Ich freue mich sehr und bedanke mich jetzt, dass du zugehört hast und schicke dir sonnige Grüße. So, ciao. Dass du auch heute wieder mit dabei warst und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und anderen weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal. Sonnige Grüße von mir.